Ja, Freunde, wir sind wieder zurück auf dem Stylers Uncut Channel, werden heute uns ein sehr, sehr geiles Video anschauen von Joe Wo, dem Movement-Gott, angeblich das beste Movement der Welt. Würde ich jetzt nicht behaupten, aber ist auf jeden Fall mit einer der stärksten und ist halt für sein Movement bekannt. Deshalb ist es eben so, ja, im Sprachgebrauch die Warzone-Movement-Legende. Der hat in dem Video Solo vs. Squads Iron Trials gespielt, das heißt mit 400 Leben und dann Solo vs. Squad. Sehr, sehr schwierig, das zu meistern, aber wenn man da krass ist, dann kann man da echt heftige Plays machen. Deshalb freue ich mich auf jeden Fall auf das Video. Der eine oder andere wird sich fragen, was ich hier halte und wieso ich so bekloppt hier gerade sitze und das so in der Hand habe und nichts dazu sage. Das ist der Level Up Adventskalender, den könnt ihr noch bekommen. Ich denke, der wird relativ bald ausverkauft sein. Ich zeige euch den mal ganz kurz von innen. Das ist das schicke Teil mit 24 Geschmäckern quasi, also 24 Geschmacksproben. Und davon sind auch richtig viele unreleased, also die es noch gar nicht gibt. Und es gibt sogar noch Geschmäcker, die dabei sind, die nicht mehr erhältlich sind. Ja, also auch sehr, sehr interessant. Wenn ihr Bock habt, euch da noch einen zu sichern, dann checkt den Link in der Videobeschreibung ab. Bis Montag 18 Uhr könnt ihr auch 15% auf alles, was es da gibt, inklusive dem Adventskalender, sparen mit dem Rabattcode Stylers. Checkt das gerne ab und wir gehen rein ins Video. So, seit 20 Minuten oder sowas habe ich das Video offen, weil ich jetzt gerade noch duschen war und alles mögliche. Und dieser Ladebalken ist immer noch nicht weggegangen. Ich bin gespannt, ob das gleich direkt funktioniert beim ersten Versuch. The Solo Quads Reaper takes on Iron Trials. Hardest Warzone Challenge. 7400 Likes, 66 Dislikes, das schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, scheint wie ein Video, was gut angekommen ist bei seiner Community. Deshalb würde ich sagen, wir gehen direkt rein. Natürlich funktioniert es nicht, natürlich. Okay. Das ist schon mal Rebirth erstmal. Ich glaube, um ehrlich zu sein, ich will auch mal 120 FOV ausprobieren. Er spielt 120 FOV. Noch 200 plus FPS. Ich schwöre, das ist so Bullshit, ne? Also, dass die Kali-Sticks immer noch so sind, wie sie sind, ne? Das ist... Oh mein Gott, guckt euch mal an, wie der sich da ranzoomt an ihn. Ranbeamt. 0,25, komm. Wir geben uns das Ganze jetzt auf 0,25. Guckt euch mal an, wie der sich an Joe ranbeamt. Insane. Auch wenn der Sound jetzt wirklich ganz, ganz eklig ist. Es ist wirklich viel zu krass. Und da kann ich wirklich die Reaktion verstehen. Sag ich, wie es ist. Kann ich absolut verstehen. Schön ausmaskiert übrigens hier vom Video-Editor von ihm. Ja, schönes Standbild. Okay, wir gehen rein ins Video. Ich glaube, er wird am Anfang viel quatschen. Ich glaube, das wollen wir uns gar nicht anschauen. Okay. Let's go. Das ist cool. Mit hier diesem Schriftzug und sowas da vorne. Jo. Er hat auch so krasses Aim, ne? Schöner Übergang, wie er den einen finisht und direkt die nächste Bullet ist... Die, also schön geschnitten, schön auf den nächsten. Ganz kurz zu Iron Trials noch. Eiserne Prüfung heißt der Modus auf Deutsch, ist aktuell wieder drin, jetzt wenn ihr das Video seht. Und ist immer übers Wochenende jetzt drin. Der größte Unterschied ist 400 Leben, das heißt deutlich mehr Leben, weniger Bullshit-Loot auf dem Boden. Hat zwei Leute schon getötet, übrigens die Solo waren gefühlt. Perfekt. I think I got... Perfekt. Oh, so ein Losty. Er hat so schöne FPS auf Verdansk, ne? Ich brauche auch mal so langsam einen besseren PC. Das ist so schön alles bei ihm. So schön smooth. Und sein Nvidia-Filter sieht auch sehr interessant aus. Wir waren beim Thema Iron Trials. So ein geiler Modus. Denn diese höhere Time to Kill... hindert einfach auch viele Camper und sowas oder Leute, die halt einfach schlecht sind, euch, also daran, euch schnell zu töten. Und Sniper One-Shot Headshot. Warte mal ganz kurz, dafür muss ich sogar das Video pausieren. Oh mein Gott, bin ich aktuell sauer auf Sniper. Also es wird ja wirklich aktuell alles genervt, jede Time to Kill wird höher und an der K und an der Swiss, die wirklich unfassbar stark waren davor schon, wurde die ganze Zeit nichts verändert. Im Gegenteil, die Swiss hat irgendwie immer mal wieder auch noch so einen kleinen Buff bekommen und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie die beiden Waffen immer noch so unfassbar stark sein können. Und für mich ist aktuell deshalb das normale 250 Leben Verdansk nahezu unspielbar. Rebirth spielen auch schon richtig viele Leute Sniper. Und dieses unnötige, nervige Gesniper, es geht so unfassbar auf den Sack. Und ich bin jemand, der wirklich Snipen liebt. So, ne? Das heißt, ich sage das aus einer Perspektive. Ich spiele es selbst eigentlich sogar gerne, aber es ist wirklich zu stark. Die müssen ganz, ganz unbedingt was an Sniper ändern oder für immer Iron Trials drin lassen, weil da ist ja so, dass ab 50 Meter mittlerweile, es wurde geupdatet, Sniper gar keine One-Shot-Headshots mehr geben können. Es ist so viel besser. So viel besser. Ja, das wollte ich gesagt haben. Because...
Er fängt auch immer Sätze an und dann will ich immer so reden und dann denke ich, oh, das ist schön. Er heißt Solo Squad? Nein. Solo Squad heißt der Gegner. Und Joe Wow spielt Solo Squad. 25 kill win with the hammer only. Ey. Und neuer Gula natürlich auch geil. My pride and joy. Ich glaube, ich spiele auch 120 FPV ohne Witz. Oh mein Gott, er hat halt so geiles Move drin. Ist halt so nice. Der Cutter hat echt Bock, so Cuts zu setzen. Merkt ihr das? Er öffnet hier die Kiste oder drückt zumindest die Kiste und er hat es wirklich so aufgeteilt, dass wenn er da drüben ist und die Kiste aufmacht, dass das der Übergang ist. Perfekt. Der Bodenloot ist auch so geil und da ist einfach so wenig Bullshit auf dem Boden, dann den Rüsten schon wieder. Der Cutter hat so viel Spaß dran gehabt an diesem Video. Nice Shots. Aber trotzdem einfach ihn nicht getroffen. Er hat richtig lange gebraucht für den Kill. Und der Übergang hier auch wieder. Sehr wild. Ja, der Cutter hat es wirklich drauf, muss man sagen. Der Cutter hat es wirklich drauf. Der soll mich mal anschauen, der soll auch meine Videos cutten. Der macht das besser als ich. Okay, er spielt XM4 und Bullfrog. Digga, diese Übergänge. Diese Übergänge. Mit dieser Bullfrog-Variante, wo der Schall versorgiert aussieht vorne. Weird to say, like, why is he looking there or no? Maybe. So schön. Oh. Okay, ich glaube, es ist ein Stream-Sniper gewesen. Also einer, der seinen Stream schaut. Also so kam es zumindest vor. Das Visier ist auch so geil, ne? Dieses Fadenkreuz. Nice Shots. XM4, wenn man sie kontrollieren kann, auch unfassbar stark in Warzone. Da fällt mir gerade ein, ich habe ein Meta-Video vorhin aufgenommen. Ich habe die XM4 nicht mal mit in den Vergleich mit reingezogen. Oh mein Gott, der Arme! Der ist ja komplett dem ist ja komplett schwindlig geworden da. Oh mein Gott, er hat sogar ein Specials gedroppt, ich fass es nicht. Guck mal, wie schwindlig dem ist. Oh mein Gott, wo er hinschießt, er bringt gar nichts mehr. Er ist komplett schwindlig gespielt worden. No way. Wait. Schwulzi-Bonus, so geil. Mit Squads wurde auch geändert. Also, Einschalt Squads wurde geändert, dass wenn man Spezi findet, und das findet man auch gar nicht zu selten in dem Modus, dann droppt man das auch. Und das ist ultra wild, weil Spezi ist so unfassbar geil. Für die Leute, die immer noch nicht wissen, was das ist, damit habt ihr alle Perks. Since when did you drop Specialist? Since there's Iron Trial Squads. I would like to sein Zimmer oder Garage oder was auch immer das ist, ich find's auch so weird, das sieht so groß aus irgendwie. Und es ist so leer, weil alles irgendwie am Rand steht. Und genau, dadurch, dass man alle Perks hat, hat man dann dementsprechend auch, na, wie heißt's? Nice Shot. Das ist scheiße gelaufen. Hm. Riesenscheiße sogar. Ganz große Scheiße. Hat man dann logische... ja, ich lieb's. In-game Reactions wirklich beste, was es gibt. Hat man dann auch, ich weiß gar nicht, wie das Perk heißt, Mann. Dass man halt alle Leute durch die Dinge sieht. Ich glaube Kampfspeer oder so? Ja, das heißt Kampfspeer. Nee, der war nicht glücklich, der Gegner, den er gerade getötet hat. Aber ist auch echt kacke. Wenn sowas passiert. Joe hat so ein krasses Aim noch dazu, ne? Muss ich sagen, so. Auch wenn Movement manchmal bei mir jetzt mittlerweile auch echt gut funktioniert. Ich glaube, ich werde nie so ein Aim haben. Nie. Ich glaube, da kann ich trainieren, wie viel ich will. Da ist einfach irgendwann... Da ist, glaube ich, meine natürliche Grenze an Skill ist da einfach erreicht. Weil der hat schon echt krasse Shots, muss man sagen. Heftig. Könnte ihn sogar, glaube ich, durch die Wand finishen, ja. Oder mit dem Bogen jetzt. Oder er macht die Tür zu. Ich wäre sogar jetzt außen hochgegangen. Das hätte ich jetzt gerne gesehen. Ach, Schmutz. Die Gasgranate ist wirklich ultra nervig, finde ich, in Warzone. Also, dass du halt da wirklich die ganze Zeit nicht ins Visier gehen kannst und so, ist wirklich
Einfach nur nervig. Ich glaube, ich würde über außen hochgehen. Das traue ich Joe eigentlich zu. Das, also er kennt doch safe den Spot da, oder? Über dieses Schild. Da kann man nämlich hoch außen. Das ist natürlich auch geil, schön alarmiert. Er wusste jetzt direkt, dass er ihn anschaut. Es muss natürlich von dort gewesen sein. Das heißt, so geil. Spezi ist. So krankstark. Oder man macht es natürlich so und geht hier oben drauf und springt dann von dort auf die runter. Das geht natürlich genauso. Erstmal kurz checken, ob die da noch eventuell auf ihn pieken. Oder wait, gar nicht dumm, gar nicht intelligent dahin zu gehen, weil die Zone kommt eh. Also as long as they haven't already crossed it, I'm vibing. Oh, they did. Okay, die sind schon gecrossed. Dann bringt's nix. 11 Kills, by the way, schon. Hab ich mitbekommen, dass es schon 11 Kills waren. Aber es waren ja auch 2 im Ding. Oh, da links haben wir ihn noch gesehen. Waren noch 2 in dem Auto da. Also das Perk ist wirklich auch so stark. Drohne, raus damit. Stimmt, und du kriegst sogar Sachen am Shop günstiger, ne? In dem Modus kostet eine Drohne 6000. Ist auch so eine Sache, die halt an dem Modus anders ist, wie viele andere Dinge auch. Kann ich jetzt gar nicht alles in dem Video erklären. Oder fällt mir jetzt gar nicht alles spontan ein. Und mit Spezi-Bonus hast du halt auch Hardliner, meine ich, ist es das Perk. Womit du Sachen im Shop ein bisschen günstiger bekommst. Was du halt nie mitnehmen würdest, weil dann verzichtest du halt auf so viele andere Perks im Perk-Slot, die halt so viel stärker sind. Aber im Spezi-Bonus nimmst du es natürlich sehr gerne mit, ne? Schmeckt der Knock? Oh, Bogen, ja. Bogen ist auch richtig oft problematisch mit, nice. Mit Auto-Take-Sprint, habe ich gemerkt. Also ich habe richtig oben, richtig oft schon vergessen, den Pfeil abzuschießen, wegen Auto-Take-Sprint. Genauso wie mit Shotgun, das manchmal ein Problem ist. Spezi ist halt wirklich geil. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Macht so viel Spaß. Wenn man das findet, man fühlt sich auch so sicher dann. Man ist so confident dann mit allem. Man pusht jedes Team und so. Oh, ich hab's gar nicht gesehen, dass das... Aber okay. Nice, schöner Freekill. Hab's gar nicht gesehen, dass das Visier... Hier, guckt euch das, das Visier an. Hier. Das habe ich gar nicht gesehen davor. Das ist ultra wild. Riecht nice aus. Okay. Das war gechoked. So viel zum Thema Movement-König. Diese Übergänge. Also sie getten mich auch jedes Mal. Ich find's nice. Nochmal maybe? Nee. Da muss er ja wirklich aktiv danach geschaut haben, so okay. Er ist da durch ein Fenster gesprungen. Also er muss der Cutter geschaut haben. Ist, oh, ekelhaft. Ist da durch ein Fenster gesprungen. Ich guck mal nach, ob er gleich wieder durch ein Fenster springt. Und möglicherweise war es so. Auch der wurde wieder ein bisschen schwindlig gespielt, aber wirklich unkorrekt, dass er dann RPG hatte. Ich habe letztens ein letztes Gegnerteam bei Rebirth gehabt. 2 Leute waren das. Es war ein Italiener. Tut nicht zur Sache, aber ich weiß, dass er mich dann auf Italienisch angebrüllt hat, als ich sie dann getötet habe. Die haben Shotgun, also Gallo, und RPGs gespielt und haben damit einfach mit Muniboxen im Haus gecampt. Ich habe die so beleidigt. I'm crazy. Zu Recht. Zu Recht, weil das ist wirklich gottlos. Einfach mit Shotgun und RPG. Nichts anderes. Und die haben einfach nur in einem Haus gecampt. Die Runde Gott sei Dank gewonnen. Ne? Also nicht die beiden, sondern mein Team dann. Aber hat wirklich gut getan, dem letzten Gegner dann die Shotgun aufzunehmen, nachdem er schon tot war. Und dann nochmal die restliche Munition in seinen Kopf zu schießen. Das war klasse. Dafür spielt man Warzone. Um solche Leute wegzuknallen. Übrigens, die normalerweise Iron Trial Squad ist unfassbar hektisch. Die Lobby, die er da spielt, ist sehr entspannt, muss man sagen. Also er ist da jetzt irgendwie selten in Situationen gekommen, wo erstens ein Full Squad da war. Ich glaube, noch keine einzige Situation, wo ein Full Team am Start war. Auch generell, das ist doch Solo vs. Squad, 14 Teams alive und 29 Leute nur. Das sind im Schnitt 2 Leute. 2,0 irgendwas. Ne, 2,1 oder so wahrscheinlich. Ne, 2,0 irgendwas. 2,08, glaube ich. Aber es ist ja wirklich Quatsch. Das ist ja, also so lucky muss man auch erstmal sein, ne? Das, normalerweise ist nämlich wirklich, dass du gegen 2 Squads irgendwie gleichzeitig fightest oder so.
Das ist eine realistische Situation in dem Modus. Eine sehr realistische sogar. Das ist sehr oft passiert uns. Vier Zuschauer hat er. Okay, perfekt. Leute wollen ihn sehen. Drei Zuschauer, oder? Natürlich sowas wie Totenschild und sowas gibt es auch nicht in dem Modus. Auch geil, weil, sind wir mal ehrlich, das ist geil, wenn man es selbst hat, aber das ist einfach nur kacke, wenn es einen Gegner hat. Genauso wie Spezialmoni. Ist auch noch so ein Bullshit-Ding, was halt da weniger drin ist in dem Modus. Es ist einfach, also ich könnte den ganzen Tag davon schwärmen, wie geil dieser Modus ist. Er ist einfach geil. Er ist wirklich einfach geil. Das könnte das erste Fullteam sein. Ich habe zwar jetzt da kein Fullteam gesehen, aber so wie er sich da direkt wieder verzogen hat und rechts wieder angeaimt. Spezi ist so stark. Vor allem auf solche Flächen, wo du so open bist. Du weißt halt immer, wenn dich einer anvisiert von der Seite, der nicht in deinem Blickfeld ist. Das ist so gut. Ich glaube, der macht safe, der Rechner, ne? Ja. Oh ja, das ist das erste Fullteam. Der hat aber auch wirklich Glück, dass er sich da in einen Teamfight gerade einmischen kann. Sehr geil. Da links kommt einer, ja. Nice, zwei sogar. Oh, das ist natürlich ultra nice, dass er da die ganzen Kills bekommt. Das ist halt so lecker. Das ist halt so lecker. Die waren alle so auf sich gegenseitig fokussiert. Ich glaube, wir alle kennen es. Es ist in den meisten Situationen eher umgekehrt. Noch ein Spezi. Perfekt. Er hat da wirklich... Guck mal, jetzt auch wieder. 7 Teams, 9 Leute. Das ist ultra weird, wirklich. Also klar, dass dann nicht am Ende irgendwie 3 Teams oder 4, 5 Teams alive sind, die alle full sind. Aber es sind echt sehr wenig Leute alive. Es ist sehr wenig hektisch. Und Teams sterben auch, oder die Teammates sterben immer richtig oft und die werden nicht zurückgekauft. Also richtig kleine Teams irgendwie, obwohl es Squad ist. Ich habe wirklich genau die Gegenteilerfahrung gemacht, dass wirklich richtig viele Leute noch am Ende leben und dann ist es wie Fortnite Competitive, wo jeder sich so einbaut mäßig und überall sind Full-Teams, noch ein paar Einzelne und sowas. Aber das ist jetzt wirklich krass hier gerade. Also das sind ja gefühlt wirklich nur Einzelne und kein einziges Full-Team am Start. Aber ich meine, sei ihm gegönnt, ne? Schmeckt da natürlich umso mehr. Hätte ich aber auch gern. Wichtiger Knock. Oh, da vorne wird abgeaimt. Oh. Die haben sich gefreut. Ciao! Einfach, ihr werdet in-game geknallt und ihr freut euch, dass, sehr knapp, dass er euch getötet hat. Wichtig, da nochmal abzubrechen. Okay, das ist 1 gegen 2 sogar. Jetzt 1 gegen 1 nur noch. Das ist der letzte Gegner. Oh, mit Bullfrog auf die Range? Okay, GG's. 27 Kills und das ist Squad. Das ist ein gutes Loadout, ja. Ja, leckere Runde. Mit ein paar Leuten drin, die sich gefreut haben. Warte mal, dass ich hier nochmal... Digga, ich bekomme immer, was weiß ich, irgendwelche Beleidigungen an den Kopf geschmissen. Und bei ihm freuen sich die Leute so, ja, Joe, Bro! Ja, aber starke Runde, muss man sagen. Sehr lucky, muss man auch dazu gesagt haben, so, ne, dass die Lobby so da mitgespielt hat. Aber Joe ist halt auch einfach ein geisteskranker Spieler, ne, muss man natürlich auch dazu sagen. Deshalb gibt es hier auf jeden Fall ein Like. Abo habe ich schon dagelassen, könnt ihr auf diesem Kanal hier auch gerne machen. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich lasse es drin, den Versprecher. Haut rein, ciao, ciao.